du drauf hast? Du bist hier bei mir. Ich bin der Champ. Sowas wie dich verspeise ich zum Frühstück. Na los, komm schon! Du Lamasch! Was ist? Ja! Das ist mein Revier! Steh auf, du Punk! Ach, Scheiße! Bis morgen, Chef. Alles klar. Du kämpfst gut, Champ. Wo geht's hin, Bruder? Etwa zum Tuntenball? Was dir fehlt, ist der Killerinstinkt. Ich kann ihn dir beibringen. Was du nicht sagst. Irgendwann gehen wir vielleicht mal ein, zwei Runden. Was du heute kannst besorgen. Oder hast du Angst? Du hast wohl Todessehnsucht, hä? Hast du bemerkt, dass der Mond heute voll Blut ist? Der Schlüssel zum Sieg ist das Erkennen der Schwächen des Feindes. Greif immer an! Ratschlag Nummer 2! Hey! Mann, es ist genug! Es ist niemals genug! Die Schule ist aus, Champ. Ja! Ja! Klar, Mann? Hi, Jack. Also, Ladies, was ist im Angebot? Klärt mich auf. Wir haben einen toten Boxer-Detective, Eddie Cunningham, 33 Jahre alt, Weltmeister Mittelschwergewicht. Er wurde heute Morgen hier gefunden.
Der Mann wurde totgeprügelt. Tja, sieht aus, als gäbe es einen neuen Champ. Ist das das Werk unseres Freundes? Dann hätten wir jetzt nur noch drei. Ja, keine Zeugen, keine Fingerabdrücke, nur ein Haufen blutiger Überreste. Ein Selbstmord kommt wohl leider nicht in Frage. Meine Damen und Herren, wir haben hier einen waschechten Mord. Wo geht's denn da drüben hin, weißt du das? Was zur Hölle geht hier vor? Handelt es sich um denselben Täter? Gibt es schon Verdächtige? Gibt es irgendwelche Zeugen? Wie werden Sie weiter vorgehen? Leute, aber schön langsam. Sie... Ja, wir verfolgen jede Spur und wir werden den Kerl bald schnappen, das verspreche ich Ihnen. Und alles, was wir wollen, ist ein bisschen Kooperation, ein bisschen Hilfe seitens der Presse. Ich danke Ihnen, Ladies and Gentlemen. Donna, wie geht's dir? Denk an die Kung-Fu-Filme. Tu mir einen Gefallen. Sag bitte der Gerichtsmedizin, ich möchte den neuen Bericht so schnell wie möglich auf meinen Tisch, sobald sie mit seinen Überbleibseln fertig sind. Chuck, der Chief auf Leitung 2. Baker, wie läuft's denn, Chief? Verdammte Scheiße, wir brauchen Antwort. Ich arbeite dran. Sie Schweinehund, Sie arbeiten für mich. Das bedeutet, Sie melden sich bei mir. Chief, Scheiße, verdammte. Chief, was sind denn das für Ausdrücke? Geben Sie Gas oder ich reiße Ihnen den Arsch. Ja, Sir. Und noch was, durchsuchen Sie ja, das Gebäude nochmal. Gott verdammt, ich brauche Antworten. Es geht hier um Ihren Kopf, hören Sie? Sie Mistkerl, ständig muss man hinter Ihnen herlaufen. Sie sind Detective und ich bin der Chief. Das haben Sie wohl vergessen. Wuh. Hey, elender Mistkerl. Chuck, kam letzte Nacht vor dem Boxer rein. Danke, häng's ans Bord. Ich werd nicht schlau aus der Sache. Warum bekomme ich das jetzt erst? Tja, das kam per E-Mail, direkt an den Chief. Hast du ihn eben gesehen, als er reinkam? Sein Gesicht, du weißt, was ich meine. Die hervorgequollenen Augen, seine Venen sprengten fast seine Stirn, die bebenden Lippen, die... Er steht hinter mir. Wir haben Mordopfer zum Schweinefüttern. Und Sie wollen mit mir spielen, Mann. Wissen Sie, in welcher Situation ich mich befinde? Heute Morgen hat die verdammte Presse, mich ans Kreuz genagelt. Chief, aber doch nur, weil Sie der Beste sind. Was? Gut, Sie zu sehen. Wissen Sie, Sie sollten öfter mal hier unten bei mir vorbeischauen. Tata. Hören Sie mit dem Blödsinn auf. Alles, was ich von Ihnen verlange, sind Ergebnisse. Und wenn Sie das da noch einmal mit mir machen, dann wird der große Chaka sich wohl um ein Engagement in einem zweitklassigen Vorstadtvarieté kümmern müssen, weil er nämlich dann hier nicht mehr arbeiten wird. Verstanden? Ja. Zweitklassig. Wenn ich dich Giftzwerg in Luft auflösen würde, wäre ich der Hit in Vegas. Bleib bei der Sache. Ich hab was gehört, verdammt. Wenn du bei mir bist, wird dir nichts passieren. Komm, zieh dich nicht. Lass mich nachsehen. Komm wieder her, du Miststück. Mein Glück mit Männern ist von Arsch. Das wird sich ändern, Roxy. Und, hast du was gefunden? Sie hat mich gefunden, Crunch. Mein Name ist Dutch. Das wird sich aber ändern, denn es ist eine wundervolle Nacht für einen Mondscheintanz. Na fein, lass uns tanzen. Ja.
Bitte, Mann, bitte, komm schon, können wir nicht drüber Nein, reden? Vergiss es, du bist fertig. Auch gut. Oh. Ja. Ja. Seine Extremitäten, seine Knochen wurden zerschmettert. Er starb unter extremen Schmerzen. Und der Killer hat gute Kenntnisse in Anatomie. Er ging systematisch und sehr präzise vor. Alles lebenswichtige Bereiche, Nervenzentrum, Herzbereich. Er hat eine sehr eigenwillige Handschrift. Hat er eine Waffe benutzt oder kann das nach dem Tod passiert sein? Eine Waffe kommt hier nicht in Frage. Solche Wunden habe ich noch nie gesehen. Diese Verstümmelungen sind auf einen Kampf zurückzuführen. Wenn sie tot sind, ist er fertig. Aha. Danke. Was ist mit der Zeugin? Er hat sie nur außer Gefecht gesetzt. Ist okay. Sie sagt, sie kann sich an nichts mehr erinnern, aber ich werde sie trotzdem die Kartei durchforsten lassen. Das wäre dann Nummer 4, nicht, Houdini? Hören Sie, Sie werden Hilfe brauchen bei diesem Fall. Ich will, dass Sie jemanden kennenlernen. Chief, ich brauche keine Hilfe. Ja, sicher. Mal sehen. Wir haben 4 verstümmelte Leichen und einen Techno-Freak, der uns per Computer mitteilt, wann und wo er wieder zuschlägt. Und wir sind nicht einen Schritt weiter, als wir es bei der ersten Leiche waren. Noch besser, wir haben nicht einmal eine Spur. Der Kerl tötet in immer kürzeren Abständen und ich finde, das ist kein gutes Zeichen. Aber sagen Sie mir, habe ich was vergessen? Ja, Sie sollten kleine Brötchen backen. Ich reiß mir den Arsch. Aushalten! Ich kann nachts nicht mehr ruhig schlafen. Dieser Fall geht mir an die Scheißsubstanz und das muss aufhören. Mehr will ich nicht. Ken O'Hara, so heißt der Mann. Er war zuständig für die Serientäter, bevor Sie hier anfingen. Ken war der beste Mindhunter dieses Landes. Er hat vor ein paar Jahren aufgehört. Mindhunter? Was zur Hölle ist das? Finden Sie es raus, hier ist die Adresse. Und vergessen Sie bitte nicht, sein letzter Fall war schlimm. Er hat ihn ins Krankenhaus gebracht und beinahe zum Gerichtsmediziner. Ich brauche keine Hilfe. Ja, so sicher wie ich keinen doppelten Bypass brauche, wenn ich mit dieser Scheiße durch bin. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mich unterstützen. Er macht in dem Fall mit und Sie werden den Mann dazu bringen. Und tragen Sie einen Anzug. Versuchen Sie, einen guten Eindruck zu machen. Shit! Nicht bewegen, Dad! Nein, nicht Neil! Yeah.
Hey, tut mir echt leid, ich habe wohl nicht richtig aufgepasst. Ach ja, das wird dir bestimmt leid tun. Pass auf, ich werde dir die Reinigung bezahlen. Ich gebe dir $20, das reicht. Danke. Also ehrlich, Mann, sieht aus, als hättest du dich bepisst. Hey, zeig mir, was du drauf hast, Jackie Chan. Wir werden die Sache anders regeln, Freundchen. Ich sagte, es tut mir leid. Eine Prügelei macht's nicht rückgängig. Ja, vielleicht, aber ich fühle mich danach einfach besser. Lass ihn in Ruhe! Verschwinde! Aua. Ja! Ist alles okay? Mhm. Warte hier, das wird nicht lange dauern. Komm mit! Zeigt ihm, Jungs! Ja! Ich wollte, das wäre nicht geschehen. Alles okay? Und du? Ich mag's nicht, wenn du kämpfst. Ich mag das auch nicht. Aber ich hatte keine Wahl. Keiner vergreift sich an meiner Familie. Ich hatte Angst, er würde dir wehtun. Mir wehtun? Ich bin Superman, weißt du doch. Superman? Komm, lass uns fliegen! Hey, guten Tag, ich suche Ken O'Hara. Hinten anstellen. Er ist wohl nicht da. Er ist tot. Er ist tot? Aber ich dachte... Wenn er mit meiner Tochter zurückkommt, unserer Tochter, wird er tot sein. Ah, dann sind Sie wohl geschieden. Wir leben getrennt. Es ist sein Nachmittag mit Lauren und er versprach pünktlich zu sein. Klingt sehr unzuverlässig. Wie kommen Sie mit sowas zurecht? Es ist sehr schwer. Wir machen eine schwere Zeit durch. Ach, mein Name ist Megan. Chuck. Für Sie. Oh, danke schön. Wissen Sie, Ihr Mann ist zu beneiden. Wo warst du bitte? Wir haben uns amüsiert, falls du die Bedeutung des Wortes kennst. Nicht, Lauren? Ja, Mami, du hättest sehen sollen, wie... Nicht jetzt, Schätzchen. Wir haben eine Abmachung. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Du hast mir versprochen, pünktlich zurück zu sein und lässt mich erwarten. Oder, Chuck? Ganz meiner Meinung. Sie halten sich besser raus, Chuck. Ich glaube, Sie sollten ihr mal richtig zuhören. Ich dachte, du hast es eilig. Ja, habe ich auch. Sag deinem Dad auf Wiedersehen. Bis hab dann, ich Schatz. Lieb. Super, Mann. Ich liebe dich auch, Süße. Angewachsen, Chucky? Verschwinden Sie. Eigentlich wollte ich Sie sehen, Superman. Nehmen Sie es nicht persönlich, aber verpissen Sie sich. Chief Hutchins hat mich geschickt. Hutchins? Dann haben Sie... Nein, kann ich reinkommen? Ich mach das nicht mehr. Hat mir der Chief schon gesagt. Meine Idee war das Ganze eh nicht. Die Antwort ist nein. Richten Sie ihm das bitte aus. Kein Thema. Sie sind ausgestiegen während eines Falls, ist das richtig? Grüßen Sie Hutch von mir. Und fahren Sie vorsichtig. Was haben Sie für ein Problem, Ken? Wissen Sie, wenn Sie wollen, dass ich gehe... Dann sagen Sie es nur. Ach, was, ich brauche deine Hilfe nicht.
Not again! Hey, hey. Ein Kung-Fu-Film auf dem Computer? Cool, bin gleich da. Was wird gegeben? Hey, das ist gerade reingekommen. Oh, nicht da schon wieder. Nein, nein, das hier sieht ganz nach unserem Geschmack aus, oder? Ich kann leider die Übertragung nicht orten. Einer dieser geilen alten japanischen Schwertfilme. Wunderbar, wer ist drin? Ich kenne den Typ. Schick jemand rüber zu 562 Houston sofort. Ja, gut. Und ich brauche eine Kopie von dieser Übertragung. Okay, ich versuch's. 562 Houston. Wer bist du? Du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin enttäuscht. Yeah!
Champion. Now. Ja, hallo? Ken, hier ist Hutch. Hör zu, Ken. Dein Lehrer, Meister Tokaido, wurde umgebracht. Was ist bloß los mit Ihnen? Sie müssen doch wissen, dass man in so einer Situation nicht alleine losreitet. Wo war Ihre Rückendeckung? Keine Zeit, der Mann wurde übel zugerichtet. Hey, Ken! Na sowas, schön, dass du gekommen bist. Gut, Sie zu sehen, Chief. Die Sache mit Meister Tokaido tut mir leid. Ja. Also, wie sieht's aus? Chuck wird Sie auf den aktuellen Stand bringen. Ihr zwei werdet an diesem Fall als Partner zusammenarbeiten. Gut, dass du dabei bist, Ken. Wir können deine Hilfe wirklich brauchen. Gehen wir rüber in mein Büro? Wir sehen uns dann. Ken, danke für dein Kommen und die Hilfe. Ehrensache. Kennst du die Akte? Ja, in- und auswendig. Und? Du hängst fest, habe ich recht? Deswegen bist du ja hier, um meinen Arsch zu retten. Und, hast du schon eine Idee? Diverse. Unser Killer ist perfekt durchorganisiert. Jemand, der plant. Diese Morde passieren nicht wahllos oder im Affekt. Er tötet nur, wenn er es auch wirklich vorhat. Gegenden ohne Risiko, Opfer ohne Risiko. Keine Zeugen. Durchgeplant bis ins Detail. Sein Verhalten reflektiert seine Persönlichkeit. Er hat sich vollkommen unter Kontrolle. Er ist wie ein Team. Seine Handschrift ist einzigartig. Also, ich habe mir gedacht, dass... Ja, dürfte ich dich hier unterbrechen? Im Ernst, Mann. Es ist mir völlig egal, was du denkst. Ich weiß, wer du bist, Ken O'Hara. Du bist ausgestiegen, weil du Schiss hattest. Und ich arbeite mit niemandem zusammen, der sich beim ersten Anzeichen von Gefahr die Hosen vollpinkelt. Von mir aus schreib deine Scheißtheorien in deine kleinen Scheißberichte. Aber pass bloß auf, dass du mir nicht in die Quere kommst, wenn es richtig heiß wird. Haben wir uns verstanden? Ja, na sicher. Gut. Also, ich denke mal, man hat ein Büro für dich gefunden. Ich muss noch ein paar Sachen abchecken. Wir sehen uns. Ich brauche Kopien von allen Unterlagen, die es über diesen Fall gibt. Such dir eine scheiß Sekretärin und einen schönen Tag noch.
Er wirft und punktet. Suchen. Hey, was ist denn hier los? Polizei. Wer sind Sie, Miss? Ich wohne hier. Das Opfer lebte hier allein. Oh, was Sie nicht sagen. Hey. Was? Onkel Kern. Onkel Kern? Ja, das ist Meister Tokaidos Tochter. Was? Adoptivtochter. Mein herzliches Beileid, Miss. Aber Sie müssen noch ein paar Fragen beantworten. Fahren Sie bitte mit ins Revier. Oh nein, nicht jetzt. Morgen ist noch früh genug. Gehen wir. Das Department wird Ihnen ein Hotel besorgen. Habt ihr schon eine Spur? Deswegen sind wir hier. Wir arbeiten dran. Da drin hatte ich aber einen ganz anderen Eindruck. Ja, vielleicht. Hey, warum wohnst du nicht bei mir, bis wir mehr wissen? Ich fahre dich. Da steht mein Taxi und ich wohne bei Carol Hartman. Du weißt doch, wo das ist. Ja. Tut gut, dich zu sehen, Onkel Ken. Ja. Kommst du morgen auch? Bestimmt, komm. Bis dann. Ja. Wir hätten Sie heute noch befragen sollen, Onkel Ken. Triff nie wieder Entscheidungen, die nicht in deinen Aufgabenbereich fallen. Morgen ist doch... Wenn ich der ausgestiegene Penner wäre und du würdest die Ermittlungen leiten, dann könntest du so reden. Also, Arschloch, ich bin jetzt weg. Du kannst ja noch ein bisschen rumschnüffeln, wenn du möchtest. Ich hab ausgeschnüffelt. Es gibt keine Spuren gewaltsamen Eindringens. Die Explosion war ziemlich primitiv. Etwas Benzin verbunden mit Dynamit. Und kein Timer. Das bedeutet, er wartete auf Detective Baker. Und wie kommst du darauf? Ich habe dort etwas geschnüffelt. Er wartete, bis Detective Baker da war, Sir. Vielleicht ist er in ein GPS-System angeschlossen. Dann weiß er, wo unsere Fahrzeuge sind. Kurz bevor Baker ankam, sprengte er. Um Spuren zu verwischen? Nein, das war eine Nachricht.
Es geht langsam aufs Finale zu. Der Kerl wird immer besser. Als ob er lernen würde. Er wiegt sich in Sicherheit. Deswegen die E-Mails auf dem Computer. Um uns zu reizen. Er hat Zugang zu den neuesten Technologien. Ich habe keine Ahnung von sowas. Aber vor ein paar Jahren habe ich während eines Falls jemand kennengelernt. Am besten, wir suchen ihn auf. Er kann uns mit Sicherheit weiterhelfen. Gut, gut. Ja. Was ist, sind Sie angewachsen? Schon gut. Habe ich irgendwo schon mal gehört. Onkel Ken! Onkel Ken! Ich habe auf dich gewartet. Was willst du immer noch hier? Ich will mit dabei sein. Du wirst dich da raushalten. Was willst du damit sagen? Er war mein Vater. Fahr nach Hause, Kelly. Wir sagen dir Bescheid, wenn wir was wissen. Komm, fahr jetzt, bitte. Mit uns zusammenarbeiten, na, die ist ja drauf. Was ist los mit der Karre? Los doch. Okay. Du fährst mit mir, du befolgst meine Regeln. Wie ist die Beziehung zwischen dir und Kelly? Kelly? Sie ist nie meine Tochter. Aha, verstehe. Aber da wirst du wohl wenig Chancen haben. Ach, wirklich? Weil ich schwarz bin? Nein, weil du ein Arschloch bist. Wenigstens bist du kein Rassist. Justice wohnt da hinten an der Ecke. Also, ist der Typ gefährlich? Wenn du keine Probleme mit seiner Hygiene hast, nicht. Na dann, ich mach das. Du folgst mir. Nein, du nimmst den Eingang. Erste Tür links. Ich gehe hinten rein, nur für den Fall. Na, das mag ich ja. Ist echt heiß, oder? Hey, die beiden hatten es wirklich drauf. Übrigens, es ist ziemlich heiß hier. Möchtest du, dass ich ihn ausziehe? Ja, Baby. Ich glaube, dann fühlst du dich besser. Du weißt, wie man mit Frauen spricht. Geh nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Wer ist da? Polizei! Ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Was für Fragen? Machen Sie auf! Ein Momentchen! Gehst du spazieren? Du weißt doch, wer ich bin. Detective O'Hara. Komm schon! Na los! Oh, suchst du etwa ihn? Oh Mann, ich bin echt sauer. Du kommst jetzt mit. Aber wieso? Ich hab nichts getan. Am besten, du packst dir einen großen Koffer, weil du ihn brauchen wirst. Nicht deine... Arsch! Spiel nicht den Dummen, du warst es! Es ist immer an dem Bankcomputer. Nein, das war ich nicht. Hey, ich weiß, dass du es warst. Tut mir leid, Justice. Detective Baker und ich sind manchmal verschiedener Auffassung. Gib dir einen Hund, Baker. Ich brauch den Kerl für eine Untersuchung. Aber sicher, ich werde Ihnen helfen. Halt bloß die Klappe, du! Denn diesmal windest du dich nicht raus. Komm schon, er sagt, er hilft uns. Du willst uns helfen? Was immer ihr wollt, ich werd's tun. Setz dich, Justice. Setz dich. Ah.
Null bei dir, würde ich auch drauf drücken. Kannst du E-Mails zurückverfolgen oder vielleicht Grafiken? Null Problemo. Das kam im Revier an. Bis nachher, Baby. Wart auf mich. Du lebst ja wie ein Penner hier. Kein Absendereintrag, es geht nicht. Hab keinen Ausgangspunkt. Was ist hiermit? Für lange Nächte, damit ich nicht vom Schirm weg muss. Was ist das, Kaffee? Urin. Oh, Mann, du bist echt krank. Sehen Sie hier, die kann ich zurückverfolgen, weil sie gerade reinkommt. Verstehe ich nicht. Die ist für Sie. Niemand weiß, dass wir hier sind. Also gut, beschäftigen Sie ihn. Tippen Sie es ein und drücken Sie Return. Ich werde es von hier probieren. Na klasse, es ist der Typ. Aber Beeilung, wenn die Verbindung tilt, verliere ich ihn. Wer bist du? Das weißt du nicht. Was zur Hölle ist das? Sprachsynthesizer. Versuchen wir es so. Kannst du beweisen, dass du der bist, für den du dich ausgibst? Wie wär's damit? Heilige Scheiße. Machen Sie weiter, ich habe ihn fast. Wieso tötest du? Es ist ein Spiel, um zu sehen, wer gewinnt. Ihr zwei oder ich. Ja, ich weiß, dass Chuck Baker bei dir ist. Woher weiß er das? Der Kerl weiß ja einfach alles. Hab ich dich, du Bastard. Wo? Peking. Nein, Moment. Tainan. Taiwan. Er spielt Versteck. Anchorage. Los Angeles. Der Typ ist gut. Ich werd's besser mal ausdrucken. Moskau? Berlin? Mann, das kann auch nicht mal ich. Findest du ihn jetzt, oder was? Ich hab ihn gleich. Miami? Harrisburg? Sekunde noch. Bingo, letzte Adresse, 843 Adams Street, Nummer 21. Das ist ja... Ja, genau, das ist gleich um die Ecke. Los. Sprich weiter mit ihm. Scheiße! Na los, komm schon! Schön pfiffig für ein altes, pensioniertes Wrack. Du hast Penner vergessen. Ich war auch noch nicht fertig. Wo ist deine Knarre? Ich habe keine Waffe. Ich habe mich wohl verhört. Bist du fertig? Wir müssen erstmal einen Plan haben. Ich trete die Tür ein. Dann gehst du rein und sicherst den Raum. Ich gebe dir Rückendeckung. Oh, das ist der Plan, ja? Ein weißer Spinner ohne Waffe gibt mir Rückendeckung. Nix da. Ich werde sie eintreten. Wieso? Weil es deine Idee war, deswegen. Weißt du, Leute wie du, die schicken immer erst die schwarzen Brüder rein. Da habe ich keine Böcke mehr drauf. Gut. Dann eben gleichzeitig. Eins... Zwei? Polizei, keiner rührt sich! Nicht mal atmen. Hast du ein Hörproblem? Pack deinen Arsch aufs Sofa. Wo ist der Computer? Spreche ich undeutlich? Geh hinten rum, hab alles unter Kontrolle. Wen meinen Sie? Und du machst den Kopf dicht. Wo bleibst du denn? Sie sind allein, mein Freund. Kern! Wo ist Ihr Partner, Detective?
Oh, meinen Partner habe ich in der Hand. Dieser feige, verschissene Mistkerl. Sieht aus, als hätte ihr Freund sie im Stich gelassen, Amigo. Er ist nicht mein Freund, klar? Hört zu, Leute, zwei SWAT-Teams sind gerade auf dem Weg hierher. Das sehe ich anders, Schwuchtel. Okay, wie wär's mit einem SWAT-Team und einer Hundeeinheit, hä? Wo zum Teufel hast du gesteckt? Ich habe auf den richtigen Moment gewartet. Ich hätte dabei draufgehen können. So lange hätte ich nicht gewartet. Ja, nur wieder. Ja, ich habe eine Lieferung in der 893 Adam Street, Apartment 21. Danke. Ken? Vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Jetzt müssen wir nur noch den Computer finden. Es gibt keinen, nicht hier. Du hast nachgesehen? Ja? Moment mal, Aubrey. Ich bring's mal auf den Punkt. 7-1. Und du suchst nach dem Computer? Ja, hab ich. Du wirst drüber wegkommen. Also, da werd ich. Arschlöcher. 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 Chuck Baker. Unbegabter Magier. Noch unbegabterer Bulle. Detective O'Hara, frisch aus dem Pensionärsheim eingetroffen. Nicht mehr ernst zu nehmen, seine Angst bringt ihn um. Was wird denn das wieder, Mann? Wir haben Gesellschaft bekommen. Ich dachte, wir hätten uns verstanden. Ach was, komm schon. Irgendwas muss ich ja wohl tun. Das ist Polizeiarbeit. Vergiss es, Chuck. Es ist nicht strafbar, wenn ich euch folge. Komm uns nicht in die Quere. Was ist denn? Mistschlampe!
hier, wenn du sagst, du gehst in die Kirche? Langsam geht sie mir auf die Nerven, wenn wir sie erschießen können. Gehen wir. Onkel Ken, ihr könnt doch nicht gehen. Sie hat doch noch ihren Tanga an, Jungs. Da kommt sie. Was ist mit deinem Tanga? Ich will. Sollten wir nicht... Keine Panik, Chuck. Das schafft sie selbst. Das wird nicht lang dauern. Die Kleine war mal Landesmeister. Komm, wir gehen. Irgendwie ist er uns immer einen Schritt voraus. Warum? Ich würde diesen Bastard lieben gern mal allein erwischen. Der Typ muss irgendwas übersehen haben. Jeder macht doch mal Fehler. Nein, der nicht. Noch nicht. Na gut. Was ist mit dem Computerausdruck? Vielleicht finden wir noch was. Ja. Also ich kann wirklich nichts Auffälliges erkennen. Du redest mit ihm und er mit dir. Der Typ schafft uns. Wir dürfen nicht aufgeben. Und lass sie nicht von dir Besitz ergreifen. Serienkiller haben ein Profil, weiß 30 bis 40 Jahre. Meistens haben sie viel hinter sich, als Kind missbraucht, eine verkorkste Sexualität. Hey, 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 ich wollte nur ein bisschen reden und du kommst mir mit einer Schulstunde über Verrückte. Schenk's dir. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Was denn? Na, das Ende der Übertragung. Sag auf Wiedersehen zu Jim, Gene und den Heroes. Der Mond ist voller Blut. Was bedeutet der Scheiß? Was weiß ich? Da gibt's eine Verbindung, ganz sicher. Jim Navers, Gene Hackman, Hogan's Heroes. Nein, 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 das ist es nicht. Das Ganze ergibt doch keinen Sinn. Was ist mit Carrie, Jim Carrie, Carrie Gene, Carrie's Heroes? Bedeutet das, er sucht jemand namens Carrie? Das ist doch völlig krank. Komm, lass uns was essen gehen. Okay, ich rufe noch kurz Kelly an. Warte mal, Kelly! Ich will wissen, ob's ihr gut geht. Jim Kelly aus dem Film Enter the Dragon. Gene Kelly und Kelly's Heroes. Er ist hinter Kelly her, während wir seinem Schatten nachjagen. Sie geht nicht ans Telefon. Tür an. Ihr hättet doch klopfen können, statt mir die Tür einzutreten. Was hält euch beiden ein, hier so reinzuschneien? Wir dachten, du seist in Gefahr. Mach ich den Eindruck, als ob es so wäre? Habt ihr was getrunken? Wir haben eine Nachricht vom Killer. Du wärst die Nächste. Wir kamen so schnell wie möglich her. Der Scheißkerl hat uns schon wieder vorgeführt. Wir sind hier, um dich zu retten. Ist das so? Ja. Na dann, tut mir bitte einen Gefallen. Sicher? Klopft an das nächste Mal. Und jetzt raus auf der Stelle. Tja, wir würden gerne noch bleiben, aber wir haben zu tun, nicht? Du hast meine Funknummer, oder? Ja, Onkel Ken. Ich habe alle Nummern. Gut.
Was für Machos. Ah, mein Wasser. Verdammt, ich hab den Ausdruck vergessen. Der Typ bringt mich um. Aber, wir sollen vorher klopfen, Onkel Ken. Ja, richtig. Eine Ergänzung für mein Terminal. Ich will, dass es Ihnen gut geht, Detective. Yeah. Ich muss dann los. Hey, wer ist die Kleine? Kelly, was suchst du hier? Wo ist der Mann vom Personenschutz? Ich arbeite mit euch zusammen, Ken. Ich bin das Ziel. Wo wäre ich sicherer aufgehoben als bei euch? Komm schon, Ken, nehmt mich mit rein und ich werde alles tun, was ihr wollt, das weißt du. Das stimmt, sie steht in der Schusslinie. Ich bin der Chef und du wirst tun, was ich sage. Du bist der Chef? Versprich mir, dass du mich nie Onkel Chuck nennst. Ja, versprochen. Cool, dann ran an die Verdächtigenliste. Danke, Justice. Ach nein, keine gute Idee. Ja, dann viel Glück. Hm.
möglich. Er hat eine Vergangenheit. Jemand muss ihn trainiert haben. Er ist so gut. Kein Meister lehrt Leute umzubringen. Er testet verschiedene Tötungsarten. Wir glauben an die Kunst der Effektivität. Aber er perfektioniert sie. Und er hat eine schwarze Liste. Wer weiß, wie viele noch draufstehen. Aber ich glaube, er ist bald durch. Was wir brauchen, ist die Reihenfolge. Wer der Nächste ist. Warum hast du wirklich aufgehört? Ich arbeitete an einem ähnlichen Fall. Ich habe den Bastard aufgespürt und drang in seine Gedanken ein. Er hatte schon 10 auf dem Gewissen. Ich habe ihn erledigt. Doch ich habe zu viel gesehen. Viel zu viel. Ich wollte nie wieder in die Gedanken solch kranker Hirne einsteigen. Telepathie kann tödlich sein. Hat dich wohl schwer erwischt, oder? Wäre fast dran verreckt. Meine Ehe ging auch zu Bruch. Hab versucht, es wieder hinzubiegen. Hast du ja gesehen. Tja, ich war auch verheiratet. Ziemlich lange her, war noch auf der Akademie. Es nahm ein böses Ende. Ich glaubte, es sei der Job. Aber das war's nicht. Ich hab nicht genug dafür getan. Übel. Ken, ich weiß nicht viel über dich, aber du machst mir nicht den Eindruck wie jemand, der schnelle die Flinte ins Korn wirft. Denke ich schon. Dann solltest du um die Ehe kämpfen, Mann. Das Einzige, was ich je bereut habe, ist, dass ich die Chance verpasst habe, meine Ehe zu retten. Ich hätte nur anrufen müssen. Oh, und du müsstest auch nur anrufen. Wie kommt's, dass deine Lebensgeschichte plötzlich bei mir endet? Weißt du, die Moral der Geschichte ist, ruf sie an. Reparier's. Verpass diese Chance nicht. Hab schon drüber nachgedacht. Du hast ein Motiv. Du hast die Möglichkeit. Du bist schuldig. Du weißt nichts über mich, Chuck. Ja, und besser's bleibt auch so, glaub mir. Hey. Ein Quarter. Ich werfe ihn. Wenn Kopf oben liegt, rufst du sie an. Deal? Ja. Gut. Ich glaube, du hast gewonnen. Ja, und? Ist alles Magie. Na los. Der Kerl bringt mich um. Hallo, Megan. Ich bin's. Wir müssen reden. Alle zusammen. Ich will nicht, dass es so weitergeht. Oh, die Shopping Queen. Für dich. Ein Toast. Auf was? Onkel Ken. Wir beide halten die davon. Die klappt ja nur. Hey, ein Gewinner! Diesen bitte. Vielen Dank. Für dich. Danke. Das geht besser. Das war spitze. Ja! Du bist der Größte, Dad. Ich weiß, es war sehr hart. Es sah wohl so aus, als hätte ich es nicht versucht. Aber das wird sich ändern. Ich habe dich immer geliebt. Das war nicht der Grund. Ich kann es nicht erklären. Ich habe die ganze Welt ausgesperrt. Du hast mich ausgesperrt. Und Lauren. Ich konnte so nicht mehr weiterleben. Das war der größte Fehler meines Lebens.
Das wird nie wieder passieren. Aber du musst mir helfen. Und zwar immer, Megan. Ich helfe dir. Das habe ich damals schon versucht. Glaubst du, wir könnten wieder zusammenleben? Als eine Familie? Wir sollten es versuchen. Auf jeden Fall. Wie wär's, wenn ihr wieder einzieht dieses Wochenende? Wirklich, Dad? Ich würde mir etwas Zeit freischaufeln. Ich helfe euch. Ja, ein guter Plan. Lauren, willst du wieder bei Daddy leben? Ja, ich will, das will ich. Ja, klasse. Was ist mit dir? Ja, ich will auch. Verdammt. Ist okay. Tut mir leid. Du wirst es wieder gut machen. Werde ich. Vergiss nicht. Nächstes Wochenende. Aha. Gut. Hey, bitte sei vorsichtig. Jetzt schau dir das an. Also, Jack? Noch einer, Baker. Keine Waffen, keine Abdrücke und keine Zeugen. Nichts. Ach ja, er hat noch versucht, etwas aufzuschreiben. Wir sehen uns ein bisschen um. Danke dir. Schon gut, Baker. Und, sagt dir das was? Nein, dir? Wir haben ein C, ein H, ein A und was immer unter seiner Hand zu finden ist. Tu mir einen Gefallen. Mach davon ein paar hübsche Fotos und blas sie auf. Okay. Ich bin fertig. Irgendwie seltsam. Ein Bild fehlt. Das mysteriöse Foto. Wer war da wohl drauf? Sehr gut, Kelly. Hey, Wicks, komm her. Ja, Sir. Mach Fotos von der Wand. Wenn du mit der Spurensicherung fertig bist, bring sie ins Revier. Du weißt, wo wir sind. Ja, sicher. Chattick, chatter, chatnik, chatvik, chatvin, chat, chiven, chavkin, jaggery, chages, chatnan, chagilis, chase, chavkin, James. Ich bin sicher, er hat probiert, den Namen des Killers zu schreiben. Ich bin mir da nicht sicher. Champagner heißt es nicht, da bin ich sicher. Ich werde mal was anderes versuchen. Chamber, Chamberlain, Chamberlain. Gut, Richard Chamberlain war's. Chamber Music, Chambry, Chameleon, Camphor, Shamey, Cam Chamomile, Champ, Champagne, Champion, Champions. Warte mal. Champions? Das glaubt man nicht. Wir hatten's die ganze Zeit vor der Nase. Was? Die Opfer waren alle Champions. Er hat sie alle umgebracht. Passt auf. Boxen, Wrestling, Ironman, Kendo, Karate, Kickboxen. Scheiße, jeder von denen war ein Champion. Aber sie haben verschiedene Wettbewerbe. Sie haben nie miteinander gekämpft. Doch, aber nur einmal. Was? Und die Schlüsselfigur ist ihr Vater, mein Lehrer. Warte mal, stimmt, wovon sprichst du? Hast du schon mal vom Masters Challenge gehört? Verdammt. Und weißt du das Motto noch? Der Kampf der Champions. Ich habe ein paar Magazine in meinem Büro, da finden wir sicher was. Hey, komm mit. Hier sitzen. Nimm du die. Ja, hier ist es. Richtig. Das Gruppenfoto der Masters Challenge. Erkennst du jemand? Die meisten sehen sich das Gras von unten an. Fast alle hinüber. Und du meinst, er ist dabei? Eddie Cunningham, Boxer, Opfer. Dutch Schultz, Iron Man, Opfer. Kurt McKinney, Punktkarate. Mark Framer, Kickboxen, Opfer. Meister Tokaido, Opfer. Kevin Haley, Judo, Opfer. Wer sind diese beiden? Der erste heißt Chad Ankins, Kung-Fu-Spezialist. Wurde während der Masters Challenge wegen unangebrachter Brutalität disqualifiziert. Hat ein paar Kollegen die Rippen gebrochen.
Klingt nach einem netten Kerl. Verlieb dich nicht erst, denn es wird schwer, ihn festzunehmen. In der Akte steht, er starb bei einem Autounfall vor 3 Jahren. Shit. Also gut, bring mich auf den Stand. 6 Opfer. Bleiben 2 auf dem Foto übrig. Einer starb vor 3 Jahren bei einem Autounfall. Bleibt dieser hier, Willie Nemec, und er passt ins Profil. Alter, Gewicht, Größe. Ist das unser Mann? Tja, ich weiß nicht, ging alles so schnell. Kann ich nicht sagen. Der Typ hier hat eine Akte vom Feinsten schief. Er wurde mehrmals wegen Körperverletzung verhaftet. Und einmal wegen Körperverletzung mit Tötungsabsicht. Kein Vorzeigebürger. Ja, es wird noch schlimmer. Er war hier letzten Monat, aber es gab keine Beweise. Wir ließen ihn frei. Wundervoll. Aber diesmal nageln wir ihn fest. Also was jetzt? Ist er es oder nicht? Alle Spuren deuten darauf hin. Dann schnappen wir uns diesen Bastard. Ich werde sofort das Team zusammenstellen. Bewegung. Kriege ich eine Waffe? Tut mir leid, Kelly, aber du bleibst hier. Du wirst hier warten müssen, bis wir wieder da sind. Aber ihr habt gesagt, am sichersten wäre ich bei euch aufgehoben. Das, was uns da erwartet, könnte man mit der Hölle vergleichen. Wir haben keine Zeit, auf dich aufzupassen. Du weißt, ich kann auf mich selbst aufpassen. Diskussion beendet. Die Würfel sind gefallen. Es ist zu deinem Besten. Komm, geh. Klar. Bestimmt fühle ich mich deswegen so gut. Perfekt ausgestattet. Mann.
Irgendwie war es zu einfach. Was sagst du? Das finde ich auch. Das war eine schwache Vorstellung. Ein großer Meister war der nicht. Habe den richtigen Killer. 132 Lin M. Bin im Haus. Kelly! Oh. Scheiße! Hallo, Kelly. Wie schön, dich wiederzusehen. Kennen wir uns? Spiel nicht die Unschuldige. Ich habe ein paar Informationen zusammengetragen. Du warst doch ein Landeschampion, oder? Richtig. Wirklich interessant. Wir sind gleich da. Los! Ja! 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 Polizei, keine Bewegung! Kelly? Kelly! Was für eine liebe kleine Familie. Was für eine liebe kleine Familie. Jemand muss sich um sie kümmern, O'Hara. Jemand muss sich um sie kümmern, O'Hara. Hallo? Megan, alles in Ordnung? Was soll sein? Das sieht dir wieder mal ähnlich. Du lässt deinen Freund die schwere Arbeit erledigen. Welcher Freund? Dein Kollege. Weil du nicht konntest, hat er mir geholfen, alles reinzutragen. Jetzt hör mir zu. Wo ist er gerade? Schon wieder gewonnen. Auf dem Sofa bei Lauren. Die beiden kommen gut. Hör zu, wenn du verschwinden kannst, dann tu es. Wenn nicht, dann verhalte dich, als wäre nichts geschehen. Ich bin gleich da. Ich werde nicht zulassen, dass etwas passiert. Ich liebe euch. Ich habe Angst, Ken. Ich weiß. Ich bin gleich da. Nein, häng nicht auf. Ich rufe Lauren. Ist das etwa mein Freund Ken? Ich rede mit ihm. Komm und hol mich, Ken. Treffpunkt alte Fabrik. Bevor ich's vergesse. Nur wir zwei. Niemand sonst. Halt dich dran. Oder sie sind tot. Ken! Das sind Beweismittel. Es wird keine Verhandlung geben. Das mache ich mit ihm aus. Bullshit, Mann. Wir sind ein Team und ich werde mit dir... Nein, wirst du nicht. Ken, wir sind Cops. Denk an das Gesetz. Kern! Er hat meine Familie. Ich werde ihn mir holen. Kern! Für alle Fälle. Für dein schnelles Erscheinen, O'Hara. Willkommen in der Hölle. Wo sind sie? Du wirst nicht auf mich schießen, weil ich nämlich der Einzige bin, der weiß, wo deine kleine Frau und deine Tochter sind. Thank you.
Kampf hat begonnen! Du bist tot! Sie sind keine Champions! Sie sind unschuldig! Sie sind Teil des Plans, Ken. Genau wie wir beide. Very good. Wir haben 15 Minuten für den letzten großen Meisterschaftskampf. Leben oder Tod. Das liegt jetzt in deiner Hand. Damn it!
Ist schon gut, mein Schatz. Daddy wird uns retten. Hilf uns, Ken. Bitte beeil dich. Du konntest Kelly nicht retten, deinen Partner nicht und deine Familie. Und dich selbst wirst du auch nicht retten. Oh.